Am Freitagnachmittag ist der Anruf aus dem Innenministerium gekommen. Am Samstag sind die Zelte aufgestellt worden, am Sonntag bereits die ersten Asylwerber eingezogen. In St. Georgen im Attergau ist die Aufregung darüber groß. OÖNTV hat mit dem Bürgermeister und Anrainern gesprochen. Im Studio analysiert Politikchef Wolfgang Braun. Herr Braun, bevor wir mehr erfahren über die Situation in St. Georgen im Attergau im Bezirk Vöcklabruck, wie beurteilen Sie denn den Vorstoß der Bundesregierung? Ich habe ihn als einigermaßen überraschend empfunden. Es war schon seit Monaten ersichtlich und klar, dass die Zahlen der Asylwerber in Österreich wieder steigen. Es war auch sehr offensichtlich, dass sie über eine Route kommen, über Serbien, dass es viele Inder sind, viele Tunesier, unverhältnismäßig viele Flüchtlinge aus diesen Ländern. Und dass man jetzt aber so Knall auf Fall wirklich wieder mit Zelten daherkommt wie im Jahr 2015, das hat eine Symbolik, bei der man offensichtlich ein bisschen die Kontrolle verloren hat. Denn ich habe vollstes Verständnis dafür, dass die Bürgermeister in den Gemeinden jetzt sich ein wenig überfahren vorkommen. Sie haben es angesprochen, in St. Georgen, da wurden Zelte für Asylwerber quasi über Nacht aufgestellt. Hören wir jetzt mal rein, was der Bürgermeister von St. Georgen und die Menschen vor Ort dazu sagen. Am Freitag, ich war am Wochenmarkt bei uns und da hat mir einer von der Gemeinde, die ich kenne alle gut, gesagt, dass wir Zelte herkriegen. Und ich habe gesagt, willst du mich jetzt veräppeln? Und dann hat er gesagt, nein, das ist, ihr kriegt es. Ich habe es aber nicht geglaubt. Erst am Samstag, wie ich dann dazu gefahren bin und der Auflauf war und gesehen habe, dass die ganzen Zelte aufstehen. Ja, natürlich, wenn da angekündigt ist, dass die jungen Männer kommen, dass dann natürlich das Volk nervös wird. Gerade die Frauen, die was im Ort unterwegs sind, die Nachbarn da, die sind da die Leidtragende, dass das nicht gut ist, ist eh klar. Und überrumpelt worden sind wir auch. Und Informationsfluss ist auch bis dato nicht gut. Ich glaube, jetzt Landesrat Hartmannsdorfer hat mich natürlich schon informiert, jetzt wird es schon besser. Der Herr Bundesminister hat mich angerufen, dass die Zelte, die was ja neben den Grundgrenzen genau zu den Anrainern her aufgebaut worden haben, dass die heute wieder wegkommen. Auf das bin ich gespannt, aber das ist auch versprochen worden vom Bundesminister für Inneres. Ich finde es ganz ehrlich gesagt ein Wahnsinn, was da abgeht. Man traut sich alles mal so, alt bin ja jetzt auch nicht mehr, oder noch nicht, sagen wir es so. Ich finde es ein Wahnsinn, wenn man als junge Frau irgendwo hingehen muss und man hat Angst, weil einfach nur junge Männer rumrasen. Für so ein reiches Land wie Österreich, da müssen wir uns eigentlich schauen. Menschenunwürdig. In einer Zeit, also in einer Jahreszeit, wo es kalt wird, wo der Nacht schon, wo der Neubau einfällt, wo es auch der Nacht schon gefrieren kann. Also nur dümmer geht's nicht. Ja, es hat ja immer wieder geheißen, vor allem von den politischen Verantwortungs- und Entscheidungsträgern, 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Jetzt ist der Fall eingetreten, dass mehrere Bundesländer von Totalversagen der Bundesregierung sprechen. Wie beurteilen Sie diese Reaktionen? Ja, also ich würde jetzt einmal versuchen, die Emotionen ein bisschen herunter zu dimmen. Ich glaube nicht, dass ein Totalversagen der Bundesregierung gegeben ist. Ich glaube, dass ein Totalversagen der europäischen Politik gegeben ist. Denn im Jahr 2015 hatte man massive Probleme mit einer gewaltigen Flüchtlingsbewegung. Und man hat es nicht geschafft, eine einheitliche, strukturierte europäische Flüchtlingspolitik zustande zu bringen, basierend auf den Lehren von 2015. Da hat man jetzt Jahre verloren. Und die Eskalation in Österreich mit den Zelten ist natürlich auch deshalb, weil der Bund den Ländern vorwirft oder einzelnen Ländern vorwirft, dass sie die vereinbarten Quoten nicht erfüllen, die Quoten, was die Betreuungsplätze für Asylwerber und Flüchtlinge betrifft. Und dieser Streit ist jetzt eskaliert und ich glaube, es gibt da gerade bei den Regierungsparteien keine Gewinner. Ja, von Seiten des Landes Oberösterreich, da hat Integrationslandesrat Wolfgang Hartmannsdorfer von der ÖVP gesagt, dass er, Zitat, verstehe, dass grundsätzlich niemand Asylwerber in der Gemeinde haben möchte. Daneben appelliert er an die Solidarität innerhalb der Gemeinden. Wie wird denn das jetzt weitergehen? Ja, das ist schwierig. Mit solchen Aussagen wird man bei der Bevölkerung sicher nicht Verständnis auslösen. Es ist die Skepsis zu verstehen. Man muss auch sagen, ehrlicherweise, es sind 90% Männer, die hier sich auf den Weg gemacht haben. Auf der anderen Seite einer, der aus seinem Land flüchtet,
auf einen anderen Kontinent dort um Asyl ansucht. Man muss schon auch einrechnen, dass der beträchtliche Not leidet. Also man sollte schon die Menschlichkeit an erster Stelle stellen, aber das Problem ist einfach ein Versäumnis der europäischen Politik und das ist nicht ein Versäumnis der EU, das muss man ganz klar differenzieren, das ist ein Versäumnis aller Mitgliedstaaten, weil sie sich nicht einigen konnten auf Verteilungsschlüssel der Flüchtlinge, darauf, dass man an den Grenzen Auffangbasen schafft. Und nicht einmal Frontex, die Grenzschutzagentur, wurde aufgerüstet. Hat jeder gesagt, das müssen wir machen. Und als es dann 2018 einen Vorstoß der EU-Kommission gegeben hat, haben das wieder einzelne Mitgliedsländer blockiert. Also das waren schon wirklich die Mitgliedsländer, die hier Fortschritte verhindert haben. Ja, und jetzt, nach einigen Jahren Pause, fällt das allen auf den Kopf. Herr Braun, vielen Dank für Ihre Analyse. Danke.